Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Führung mit Berliner Leben. Mein Name ist Michael Rost, seit mehr als 30 Jahren mit Begeisterung Gästeführer in Berlin. Und heute machen wir das, was jedes Jahr über 1 Million Menschen in Berlin machen, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht. Das heutige Ziel liegt direkt hinter mir und über mir. Es geht nach oben in die Reichstagskuppel, um einen Blick über die Stadt zu genießen. In den ersten Jahren nach der Fertigstellung und der Öffnung der Kuppel konnte man sich einfach in die Schlange stellen, musste dafür aber nicht selten stundenlang anstehen. Seit 2010 ist aus Sicherheitsgründen ein Besuch nur noch über eine vorherige Anmeldung beim Besucherdienst des Deutschen Bundestags möglich. Am besten macht man das einige Wochen vorher online auf der Seite www.bundestag.de. Für den Sicherheitscheck stehen seit 2011 diese attraktiven Container hier und seitdem wird auch über die Errichtung eines Besucher- und Informationszentrums, kurz BIZ, an der Scheidemannstraße diskutiert. Schon 2016 gab es einen Wettbewerb, den ein junges Schweizer Architekturbüro gewonnen hat. Ich füge einen Link in der Beschreibung bei, dort kann man sich die Entwürfe für das gläserne Gebäude, das an der Stelle, an der sich derzeit ein Café befindet, entstehen soll. Der Zugang zum Reichstag soll dann unterirdisch sein. Das BIZ soll nicht mehr als 150 Millionen Euro kosten und sollte 2023 fertig sein. Allerdings gibt es noch nicht mal einen Termin für einen Baubeginn. Zunächst müsste Berlin für den Bauplatz knapp 6000 Quadratmeter vom Gartendenkmal Tiergarten hergeben und rund 90 Laubbäume müssten gefällt werden. Dafür stünde Berlin ein Öko-Ausgleich vom Bund zu. Dafür war schon ein Grundstück am Invalidenfriedhof vorgesehen, das der Bund nun aber wieder selber für eine Erweiterung des Wirtschaftsministeriums nutzen will. Fassen wir uns lieber ein bisschen in Geduld und begnügen uns mit dem Zugang über die Container. Im Sicherheitsbereich darf man nicht filmen, von daher geht es gleich weiter hinter den Kontrollen. Zugang in Corona-Zeiten ist über den barrierefreien Eingangsbereich. Der Fahrstuhl eignet sich perfekt für Narzissten. Man kann sich unzählige Male im Spiegel selber bewundern. Das soll das enge Gefühl nehmen, wenn der Fahrstuhl so richtig voll ist. Heute kein Problem, wie man sehen kann. Mein Besuch hat Anfang September 2020 stattgefunden. Da gab es eine sehr eingeschränkte Besucherzahl und eine Öffnungszeit nur von 18.30 Uhr bis 22 Uhr. Man wird also praktisch einzeln begrüßt. Ich hatte mich sowohl für den 3. als auch für den 6. September angemeldet, in der Hoffnung auf einen schönen Sonnenuntergang. Und beim zweiten Termin hatte ich auch so richtig Glück, wie man gleich sehen wird. Wie auch sonst, mit meinen Gästen möchte ich vor dem Gang in die Kuppel eine Runde auf der Dachterrasse drehen, um Berlin in allen Himmelsrichtungen von oben anzuschauen. Der Herr hier vor uns schaut nach Westen in den Sonnenuntergang. Rechts kann man das Kanzleramt sehen. Geradezu mit dem geschwungenen weißen Dach die Kongresshalle, das heutige Haus der Kultur und der Welt. Links daneben das Carillon Berlin, der Turm mit seinen 68 von Hand spielbaren Glocken, das größte Carillon in Europa. Mitten im Tiergarten steht die Siegessäule und leicht rechts dahinter kann man gerade noch den Funkturm erkennen. Weiter links, die drei Hochhäuser sind das Zoofenster, das Upper West und das Europa Center. Dahinter beginnt der Kurfürstendamm.
Die Flaggen auf den Türmen des Reichstagsgebäudes, drei Deutschlandfahnen und eine Europafahne, sind 24 Stunden am Tag gehisst und werden nachts beleuchtet. Mit Blick nach Süden kann man zunächst den Potsdamer Platz sehen, vor allem das Sony Center mit dem Dach, das die schneebedeckte Spitze des Heiligen Berges der Japaner, den Fujiyama, darstellen soll. Davor die Gebäude des Beisheim Centers. Das Brandenburger Tor markiert den früheren Grenzbereich zwischen West und Ost. Der verlief zum Potsdamer Platz, von dort nach links hinter den Kränen und noch vor dem rötlichen Hochhaus, das man dort sehen kann, entlang. Hinter dem Turm der Blick nach Südosten. Die Hochhäuser stehen im früheren Ostberlin bis auf das Springer-Hochhaus rechts. Da auf den Bürogebäuden des Bundestags gerade gearbeitet wird, komme ich zu den Gebäuden dahinter gleich. Gut sichtbar aber natürlich der bis 1969 errichtete Fernsehturm. Ursprünglich 365 Meter hoch, also einen Meter für jeden Tag im Jahr, damit es sich auch jeder merken konnte, hat er mit einer neuen Antenne jetzt eine Höhe von 368 Metern. Damals, zur Errichtung, war er der zweithöchste Fernsehturm der Welt, nur der in Moskau war noch höher. Eine Sonnenreflexion auf der Kuppel in Form eines Kreuzes war und ist bei entsprechender Sonneneinstrahlung immer zu sehen, zum Ärger der Oberen der DDR und zur Freude aller Kritiker damals. Schnell gab es Spitznamen wie die Rache des Papstes und Sankt Walter, anspielend auf den damaligen Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht. Der Architekt Hermann Henselmann hat das Kreuz anders interpretiert. Er nannte es ein Plus für den Sozialismus. Gleich hier rechts das Käfer, offizieller Name Dachgartenrestaurant im Deutschen Bundestag. Wenn man keinen Termin mehr beim Besucherdienst für einen Kuppelbesuch bekommen hat, oder auch einfach nur beim Speisen einen tollen Blick über Berlin genießen möchte, kann man hier ein Frühstück, Mittag oder Abendessen oder ein Kaffeegedeck reservieren. Wir werfen einen Blick in den zweiten Innenhof und sehen dort eines der vielen Kunstwerke, die man im Bundestag betrachten kann. Schließlich ist der Bund als Bauherr verpflichtet, mindestens 1% der Bausumme in Kunst am Bau zu investieren. Das Kunstwerk Der Bevölkerung von Hans Hake ist im Jahr 2000 nach langer kontroverser Diskussion im Parlament errichtet worden. Ich stelle zwei Links zum Projekt und den Diskussionen in die Beschreibung. Nochmal der Blick nach Osten. Vor den Hochhäusern rechts sind die beiden Türme vom Gendarmenmarkt zu sehen. Hinter den hohen Kränen die Kuppel vom wiedererrichteten Berliner Schloss. Dann der Turm vom Roten Rathaus und die Kuppel des Berliner Doms. Der schwarz-weiße Kasten davor, der den freien Blick stört, ist das 1978 von einer japanischen Firma errichtete internationale Handelszentrum in der Friedrichstraße. Links vom Fernsehturm das Hotel Park Inn am Alexanderplatz. Mit 123 Metern das zweithöchste Hochhaus in Berlin. Das rötliche geschwungene Gebäude an der Spree ist das ARD-Hauptstadtstudio, das 1999 zeitgleich mit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin eröffnet wurde. Das Sendestudio befindet sich ungewöhnlicherweise im vierten Stock, dort, wo man das Fenster ums Eck sehen kann. Man wollte den direkten Blick auf die Reichstagskuppel haben, hat dabei aber wohl nicht bedacht, dass danach noch die Bürogebäude des Bundestags gegenüber errichtet werden. Der direkte Blick ist also wieder verbaut worden. Dafür gibt es jetzt einen Mast auf dem Dach der ARD mit einer kleinen Kamera daran, die die Live-Bilder von der Kuppel für den Bericht aus Berlin im Hintergrund einspielt. Links daneben das silberne geschwungene Gebäude steht auf dem Spree-Dreieck am Bahnhof Friedrichstraße, zu dem es einiges zu sagen gäbe. Auf den Skandal um den Grundstücksverkauf und die Baugenehmigung gehe ich aber lieber ausführlich in einem anderen Video ein. Das große helle Gebäude gleich hier links mit dem Glasturm ist das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, das die Bundestagsbibliothek und den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beherbergt und gerade erweitert wird.
Der Blick nach Norden, gleich rechts das Hochhaus auf dem Charité-Gelände. Direkt vor uns weitere Bürogebäude des Bundestags und dann der Hauptbahnhof mit dem umliegenden Lehrter Stadtquartier. Wo die vielen Kräne zu sehen sind, entsteht die sogenannte Europa City auf einer Fläche von 40 Hektar. Quasi eine Stadt in der Stadt mit Wohnungen für 20.000 und Büroflächen für 10.000 Menschen. Vieles ist bereits fertig, aber ein paar Jahre wird man dort wohl noch bauen. Nicht mehr zu sehen sind die Flugzeuge, die früh auf dem Flughafen Tegel gelandet und gestartet sind. Von hier oben kann man selbst bei klarsten Sichtverhältnissen nicht ganz Berlin sehen bzw. die Stadtgrenzen erkennen. Berlin hat eine Fläche von etwa 900 Quadratkilometern und die maximalen Ausdehnungen liegen bei 45 Kilometer Ost-West und 38 Kilometer Nord-Süd. Beispielsweise bis zum Teufelsberg noch hinter dem Funkturm sind es gerade mal 11 Kilometer. Bevor wir in die Reichstagskuppel gehen, noch etwas zur Geschichte. Schon die erste Kuppel des Reichstags war ein großes Thema. Zunächst mal hatten die Planung und der Bau des Reichstagsgebäudes statt 5 bis 6 Jahren 23 Jahre in Anspruch genommen. Dann musste der Architekt Paul Wallot seine Pläne mehrfach überarbeiten und sollte die Kuppel weiter nach vorne versetzen, konnte dann später aber doch durchsetzen, dass sie wie ursprünglich vorgesehen über dem Plenarsaal errichtet wurde. Allerdings waren in der Zwischenzeit schon tragende Wände errichtet worden, die zu schwach für die geplante Kuppel waren. Wallot selber hatte keine Lösung parat. Die fand erst der Bauingenieur Hermann Zimmermann. Er war eigentlich im Berliner Reichseisenbahnamt beschäftigt, tüftelte aber gern in seiner Freizeit und war überhaupt eine interessante Persönlichkeit. Er reduzierte die Kuppelhöhe von 85 Metern auf knapp 75 Meter und schlug eine relativ leichte, technisch aber sehr anspruchsvolle Konstruktion aus Stahl und Glas vor. Dieses Kuppelsystem ging als Zimmermann-Kuppel, als geniale Tragwerksmaschine, in die Geschichte der Bautechnik ein. Nach den Beschädigungen beim Reichstagsbrand 1933 und den Zerstörungen im Krieg wurde die Kuppel am 22. November 1954 gesprengt. Mit der Begründung, der beschädigte Reichstag müsse statisch entlastet werden. Bei der Wiederherstellung des Gebäudes bis 1973 wurde dann auf eine Kuppel verzichtet. Nun also hinauf in die neue Kuppel. Es gibt einen spiralförmigen Weg aufwärts und einen abwärts. Wer aber innerhalb kurzer Zeit viele neue Menschen kennenlernen möchte, läuft in die entgegengesetzte Richtung. Bitte aber erst nach Corona ausprobieren. Alles ist barrierefrei gebaut. Auf den zwei jeweils 230 Meter langen Rampen gibt es in regelmäßigen Abständen ebene Stellen, auf denen Rollstuhlfahrer ausruhen können. Nach dem Hauptstadtbeschluss wurde 1993 für den Umbau des Reichstagsgebäudes ein Wettbewerb ausgeschrieben. Die wesentlichen Kriterien waren Transparenz, Übersichtlichkeit und eine vorbildliche Energietechnik. Aus den über 80 eingereichten Entwürfen internationaler Büros wurden 3 Preisträger gleichrangig ausgewählt. Foster & Partners aus England, Pied de Bruyne, Niederlande und Santiago Calatrava, Spanien. Norman Foster wollte den gesamten Reichstag mit einem freistehenden, transparenten Dach überbauen, die sogenannte Tankstellenvariante, die aber aus ästhetischen und Kostengründen abgelehnt wurde. Das Dach hätte wohl knapp 1,3 Milliarden D-Mark gekostet und für den gesamten Umbau des Gebäudes waren nur 600 Millionen D-Mark veranschlagt. Dennoch hat sich Foster dann mit einem überarbeiteten Entwurf gegen seine beiden Mitbewerber durchgesetzt. Besonders der Innenausbau hat gefallen. Sein zweiter Entwurf sah immer noch keine Kuppel vor. Foster war schließlich ein entschiedener Gegner einer Kuppel. Aber als guter Auftragnehmer hat er sich schließlich doch den Wünschen der politischen Entscheidungsträger gebeugt und 27 Entwürfe einer Kuppel vorgelegt. Nachdem zunächst die sogenannte Leuchtturmvariante favorisiert worden war, hat sich dann eine knappe Mehrheit im Ältestenrat des Bundestages für die heutige Version entschieden. Es war Fosters Vorschlag,
wenn schon eine Kuppel, dann eine zu errichten, die auch Funktionen hat. Die Dachterrasse sollte ja sowieso für die Öffentlichkeit zugänglich sein und nun auch die Kuppel. Das Lichtumlenkelement, der Kegel mit 360 verstellbaren Spiegeln in der Mitte der Kuppel, lenkt Tageslicht in den Plenarsaal. Abends ist die Kuppel beleuchtet und erstrahlt am Berliner Himmel. Außerdem ist die Kuppel Teil des Belüftungssystems, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Am 10. Februar 1995 hatte Foster dann die endgültige Kuppellesung vorgestellt. 1999 war sie fertiggestellt und zugänglich. Hier ein paar Zahlen. Die Kuppel hat einen Durchmesser von 38 Metern und eine Höhe von 23,5 Metern. Die Aussichtsplattform befindet sich 40 Meter über dem Bodenniveau. Insgesamt ist die Kuppel mit 47 Metern deutlich niedriger als die historische Kuppel mit 75. Und wer es wirklich ganz genau wissen möchte, das Stahlskelett wiegt 800 Tonnen und besteht aus 24 senkrechten Rippen im Abstand von 15 Grad und 17 waagerechten Ringen mit einem Abstand von 1,65 Metern. Es ist verkleidet mit 3000 Quadratmeter Glas mit einer Masse von etwa 240 Tonnen. Damit ist die neue Kuppel übrigens mehr als dreimal so schwer wie die alte. So, nach 4 Minuten sind wir also auf der Aussichtsplattform angelangt. Hier sieht man auch, dass die Kuppel oben offen ist. Ich hatte ja schon gesagt, dass sie Teil des Entlüftungssystems ist. Schon Wallot hatte für die Belüftung des Reichstags Belüftungsschächte angelegt, die man wieder nutzbar gemacht hat. Frischluft wird durch die Türme angesogen und durch die Schächte in den Plenarsaal geleitet. Dort steigt sie unter den Sitzen auf und die dicke Luft kann anschließend über den Trichter durch die Kuppelöffnung entweichen. Vorher passiert sie aber noch eine Wärmerückgewinnungsanlage, die ihr verwertbare Restenergie entzieht. Eine Vorrichtung unmittelbar unter der Kuppelöffnung fängt Regenwasser ab. Dennoch werden die Sitzbänke und der Boden nass, wenn es regnet oder schneit. Hier der Blick in den Plenarsaal. Wenn er beleuchtet ist, kann man in den Sitzungswochen von hier oben die Parlamentarier bei der Arbeit beobachten. Der Plenarsaal erstreckt sich über alle Ebenen des Reichstagsgebäudes. Die beiden dunklen Bereiche neben der Bestuhlung sind Besuchertribünen. Foster hatte ursprünglich alles grau in grau geplant, die Abgeordneten haben sich aber mehr Farbe gewünscht. Daher hat Foster für die Stühle einen eigenen Farbton entwickelt, die er sich markenrechtlich hat schützen lassen, das sogenannte Reichstagsblue. Wer die Farbe auch zu Hause verstreichen möchte, kann sie sich beim nächsten Besuch im Baumarkt zusammenmischen lassen. Auf dem Weg hinab ist Zeit, einiges zum Energiekonzept des umgebauten Reichstags zu sagen, das man als vorbildlich bezeichnen kann.
Das Heiz- und Energiesystem besteht neben der erwähnten Belüftung aus einer Kombination von Solartechnik, der Nutzung des Untergrundes als saisonaler Kälte- und Wärmespeicher, sogenannte Geothermie, Blockheizkrafttechnik, Kraft-Wärme-Kopplung und der Verwertung nachwachsender Rohstoffe. Ein Teil der Belichtung erfolgt, wie bereits gesagt, über die 360 Spiegel. Damit sich der Plenarsaal im Sommer nicht zu sehr aufheizt und ein Brennglaseffekt entsteht, bewegt sich das große Sonnensegel computergesteuert, je nach Sonnenstand, um den Trichter und deckt die Spiegel ab. Auf dem Dach gibt es eine 300 Quadratmeter große Solarstromanlage, die zusammen mit zwei Blockheizkraftwerken mehr als 80% des Strombedarfs produziert. Nicht nur des Reichstagsgebäudes, sondern auch der umliegenden Parlamentsgebäude. Die Blockheizkraftwerke werden mit Biodieselkraftstoff aus Mecklenburg-Vorpommern betrieben. Dann gibt es noch einen Kältespeicher in 60 Metern Tiefe und einen Wärmespeicher in 300 Metern Tiefe unter dem Boden. Das heißt, in dort befindlichen Wasserreservoiren wird im Winter kaltes und im Sommer warmes Wasser abgespeichert und dann zur jeweils anderen Jahreszeit wieder hochgepumpt. Insgesamt wird dadurch der CO2-Ausstoß auf weniger als ein Siebtel reduziert. Wieder unten angekommen, kann man noch einen kleinen Rundgang machen und sich eine Dokumentation der Geschichte des Reichstagsgebäudes seit seiner Erbauung anschauen. Auf die Geschichte bin ich hier nur punktuell eingegangen, das mache ich dann irgendwann in einem späteren Video ausführlicher. Hinunter geht es mit demselben Fahrstuhl, jetzt aber nur bis zur Plenarsaalebene. Plenarsaalebene, Aufgang. Danke. Das ermöglicht uns einen kurzen Blick in den Plenarsaal mit dem Bundesadler. Auf Wunsch der Mehrheit der Abgeordneten damals eine vergrößerte Version der sogenannten fetten Henne aus Bonn. Da man aber auch von der anderen Seite in das Gebäude schauen kann, durfte Norman Foster auf der Rückseite einen eigenen Adler entwerfen, der deutlich schlanker ist. Er ist mit 58 Quadratmetern zudem um etwa ein Drittel größer als der alte, wiegt 2,5 Tonnen und ist von Foster signiert. Zum Abschluss ein schneller Blick auf das Kunstwerk von Gerhard Richter, der die Aufgabe, ein Werk für die 30 Meter hohe Wand zu gestalten, gelöst hat, indem er hintermalte Glastafeln in den Farben Schwarz, Rot und Gelb von insgesamt 21 Metern Höhe entworfen hat. Laut Künstler soll es nicht die Bundesflagge symbolisieren, sondern ist eine mehrdeutige Variation zu den deutschen Landesfarben. Die Besucherschleusen hier sind nachträglich eingebaut worden, nachdem sich zahlreiche Mitarbeiter des Besucherdienstes erkältet hatten. Gerade im Winter wurde es durch die Zugluft zu kalt im Gebäude. Und es dient natürlich auch einer erhöhten Sicherheit. So, geschafft. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wer meine Arbeit unterstützen möchte, kann gerne meinen Kanal abonnieren und mir eine Rückmeldung geben. Persönlich nach Berlin kommt und
gerne eine private Führung mit mir machen möchte, kann mich gerne anschreiben. Die E-Mail-Adresse ist in der Kanalbeschreibung verlinkt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.